Herzlich willkommen zum nächsten Video. So, dieses Mal probieren wir das nächste Element aus. Da wollten wir ja nacheinander gehen. Den kommt jetzt. Wind dran. Okay, da bin ich gespannt. Mit Wind habe ich noch nicht so viel gespielt, muss ich sagen. Deswegen müssen wir jetzt mal nachgucken. So, da wären wir wieder. Ich habe jetzt diese Spells genommen, das heißt den hier auf Range, weil wir haben zu viele Spells, die wegstoßen. Plus wir können die gut formen für genau das hier. Und ich habe erst überlegt, ob ich den einen Spell nehme als Normal Spell, von wegen ausweichen, solange ich mich bewege, weil dann könnte ich halt das gut kombinieren mit dem hier. Dann kann ich halt nicht getroffen werden. Dann habe ich auch überlegt, ob ich den Spell nehme mit dem Drachenkopf, von wegen erstmal einmal zusammenziehen mit der Ulti und dann wieder wegstoßen. Das hat immer richtig guter Damage gemacht, oder richtig guten Damage gemacht. Aber dann habe ich diesen Bogen hier gefunden. Und das Geile ist, ich habe hier kurz sogar ein paar Minuten gestanden. Und dieser Effekt, der läuft nie ab. Das heißt, es hält so lange, bis die Einheit stirbt. Und ich finde, die Cooldown ist jetzt nicht so lange, dass man sagt, okay, ist irgendwie scheiße, nee. Ich glaube, wenn ich so einen fetten Golem treffe als Beispiel. Klar muss ich ihn irgendwann killen, aber ich habe gerade geguckt, wenn ich zum Beispiel Damage mache, das vergeht nicht. Das heißt, ich kann ihn for free killen, ohne Angst zu haben, wenn es der dicke Golem ist und der Golem kämpft für mich. Klar, wenn ich zu schnell sterbe, dann ist natürlich die Fähigkeit ein bisschen meh. Aber ich könnte zum Beispiel so machen, angreifen und dann so machen. Und wenn das ein Armbrustschütze ist, der greift aber weiter an. Dann hat man mehrere, das ist wie ein Diener. Ist schon stark. Und der weitere Effekt ist, wenn ich ihn freischalte, ist, er bewegt sich schneller und greift noch schneller an. Vielleicht folgt er mir sogar das ganze Game, das wäre voll cool. Das ist zum Beispiel, was ich nicht weiß, ob er folgt. Deswegen testen wir das am besten jetzt. So. Falls die Kombi kacke ist im Game, können wir ja schnell kurz einmal wechseln. Ich habe mir die gemerkt, die gut sind. Gut, haben wir hier irgendwas Geiles? Ah, das kostet Edelkristall, deswegen hatte ich immer weniger. Ich dachte, das wäre for free. Aha, okay. Gehen wir rein. So, Erde, Luft, Blitz. Ah, das ist scheiße. Wieso muss immer Luft sein? Das, was ich spiele. Kann doch nicht sein. Aber zum ersten Mal im Erde-Level. Müssen wir jetzt gut aufpassen. So, greif hinein, Kumpel. Okay, er ist schneller gestorben. Schade. Ja, doch nicht so viel Mobility, wie ich erhofft hatte. Kannst du ihn angreifen? Nee. Okay, das Versammeln ist sehr gut für die Fähigkeit, die ich hier habe, aber... ist halt nicht so broken, wie ich dachte, weil ich mache nicht genug Damage und ich krieg nur Damage. Ich glaube, Ausweichen wäre viel, viel sicherer gewesen. Scheiße. Ich glaube, am Anfang sollte man immer eine Fähigkeit nehmen, die dich immer lange leben lässt. Und den Damage erkaufst du dir dann. Hauptsache. Deswegen, das ist nice, das Ausweichen wäre nice gewesen. Und dann der Rest kommt schon. Habe ich auch Geld genug? Noch nicht. Okay, dann gucken wir später vorbei. Brauchen wir nicht lesen, wenn wir sowieso nicht kaufen können. So. Gehen wir hier unten lang. Nice one. Nice. Okay, wir können schön auf Range spielen. Fuck, das killt die. Der macht 63 Damage. Das ist kontraproduktiv. Oh, fuck. Greif die an. Du schaffst das, Kumpel. Du und dein Speer. Nice one. Nice one. Wie geil ist das denn? Auf mit dir. Oh, das ist nicht gut. Oh fuck. Zack, und Gegenangriff. Wie geil ist das denn? Feier ich. Ist zwar langsamer so, aber hey, Kunst. Das fühlt sich gerade wie ein Koop an. Hat er noch einen Gegner? Nee. Er stellt sich einfach auf den Platz hin, wo er war. Okay. Schon lustig, ey.
Aber 63 Damage, ich hätte echt erwartet, dass die Fähigkeit weniger Damage macht. Damit er länger lebt, aber ja, na gut. Ups, im Kreis gelaufen, nice one. Zack. Ah, der Bossraum. Okay, wir wollen zurück in zu Blau. So, hier oben geht's auch weiter. Fällt weg. Oh, fuck. Okay, genau darauf warten, bis er angreift. Dann können wir mit dem Dash Damage machen, weil die dahin gehen. Sehr gut. Aber das hat gerade nicht gewirkt mit dem Pfeil. Ich weiß nicht, ob ich nicht getroffen habe oder weil er alleine war. Greif die an, Junge. Greif die an. Ey, den kann ich nicht. Cool, dadurch bin ich sogar schneller. Die Idee, so schnell wie der Wind zu sein, passt irgendwie. So, hier haben wir was. Beschwöre Wirbelwinde auf, die dich umgeben und beschützen. Ach, das waren diese langsam Kackdinger, ey. Oh, scheiße. Kostet 200, die verbesserte Version. Aber funktioniert, wenn ich die ranziehe, ne? Es ist eigentlich Wombo-Combo halt, sogar wenn es billig ist. Okay. Sparen wir halt. Ne, wir müssen zurück. Kürzester Weg, gut. Bis 200 und dann holen wir uns das hier. Erstmal Spells, dann Items, würde ich sagen. Außer die Items, die Spells wären scheiße, dann nicht. Oh, shit. Erstmal getauscht. Das ist so lustig. The fuck? Alles klar, Junge. Anime-Arc oder was? Oh, das ist gut. Da brauche ich keine Angst mehr haben davor. Oh, fuck. Okay, das ist for free. So kann man auch Leben sparen, muss ich sagen. Schnell rein, schnell rein. Oh, geschafft. Die Pinata muss man mal richtig schnell bursten. Lol. Der Schallbrecher. Sehr gut. Hm. 200 haben wir? Haben wir. Falsche. Falsche, falsche, falsche. Hier rein. War ich zu schnell gerade? Hm. Teste ich gleich im Fight. Den Boss-Gegner damit machen. Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Das wird zu busted. So. Ja, der war easy. Den konnte man schneller stunnen. Bam, Junge. Lotus Frost. Was heißt? Beschwöre eine Aura, die Gegner in der Nähe einfriert. Geil. Da hat er sich gelohnt. So, Grünzeug. Hast du was? Leider nicht. Ich hab zu wenig. Gut, weiter geht's. Ja, bis jetzt geht's so, ne? Also, man muss sich noch ein bisschen reintüdeln mit den Fähigkeiten, weil man immer andere nimmt. Ist ja nicht dein Go-To. Fähigkeiten, Spell. Aber, oh shit. Oh, nicht die Kisten, ich erinnere mich. Es muss ein Wasserspell sein, damit er überhaupt aufgeht. Deswegen habe ich damals auch immer extra viele verschiedene Attribute gespielt. Das ist gay. Unlucky. Sehr, sehr unlucky. Okay, vielleicht finden wir irgendwie mit Glück ein Wasser, den wir kurz kaufen und dann ja, Hauptsache benutzen. So, Kumpel. Nee. Noch ein Geist. Okay. Jetzt habe ich schon Eis, jetzt könnte ich Blitz auch haben. Nö. Nee. Das will ich nicht. Aber den Blitzdiener kann ich gerne haben. Jeden Diener einmal haben ist schon nice.
Ne, bei großen Gegnern geht das nicht. Okay, scheiße. Dann ist der Bogen ein bisschen trash. Aber auch nur ein bisschen. Nice one. Der Sound ist immer länger als die Animation. Oh fuck. Nice one. Haben wir hier Wasser? Giftfalle. Nee. Drachenflug. Standardverteidiger. Oh, hier ist der hier. Komm, nehmen wir den. Wir haben schon deinen committed, da machen wir natürlich weiter. Ich glaube, Spades kann man nicht wegmachen, ne? Nee. Man kann nur die Tastenbelege ändern, aber man kann die nicht wegmachen. Man kann nur noch sogar auf den Stock-Server, Server sage ich schon, Slot, der hier ist, noch einmal austauschen. Ja gut, also muss man sehr schlau sein, was man kauft, wenn man weiß, es gibt einen besseren Spell, gar nicht erst den einkaufen, sondern geduldig sein. Erst wenn man keine Wahl hat, dann macht man sowas nicht. Ja, hier ist der Raum. Gut. Da oben fehlt noch was und dann haben wir eigentlich alles. Genau, und dann müssen wir noch zu Blau zurück. Ich wünschte, man könnte die Kamera ein bisschen rauszoomen, aber das macht es halt schwieriger, die Gegner zu sehen. Oh fuck. Autsch. Weg mit dir. Dann gehen wir hier runter. Zack. Hier unten ist noch ein Raum. Oh. What the hell? Fuck ist das? Greifen nicht einfach aus allen Ecken an. Nice, Lebenskugel. Ja, so gut sind die Spells leider nicht. Hätte echt bessere wählen sollen. Oh, kostenlos. Erhöht Schaden und Betäubung, aber die Bewegungsgeschwindigkeit wird für jedes ausgerüstete Relikt reduziert. Nee. Gut, mehr Damage, dafür höhere Ablenkzeit. Hätte ich diese eine Fähigkeit stattdessen genommen, für Resetten wäre das sogar gut gewesen. Ah, bla bla. 2. Gesicht, okay. Dein Angriff. Fuck. Deine Angriffe auf Ratsmitglieder sind gewaltiger, gegnerische Angriffe sind für dich weniger winzig. Achso, von wegen, ich mache zwar die Bossgegner mehr Damage und größer oder so, je nachdem wie man es versteht, aber dafür die Minigegner machen auch mehr. Ach du Scheiße. Scheiß auf, testen. Es ist immer ein Fluch. Egal, testen. Oh fuck. Okay. Die kann man nicht aufhalten. Das war gemein. Und ja, ich merke, dass der Damage weg ist gegen die Minimobs, Alter. Egal, was du machen willst, es gibt immer einen Nachteil mit diesen scheiß verfluchten Dingern, außer es ist das perfekte Item für dich. Unlucky. So, kaufe ich hier irgendwas? Kaufe jetzt einen Blitzdiener, mal gucken, was passiert. Okay, der ist leicht. Ja, der ist immer gestunt nach einer Fähigkeit, die anderen machen gefühlt 3. Das war ja richtig billig. Okay. Ich könnte Heal kaufen, ich glaube ich mache das auch lieber. Wobei ich krieg ja Heal im Bossroom.
Machen wir lieber so. Ich will mal gucken, wie viel er wieder gibt im Bossroom. Nehmen wir das mal als Testrun. Das erste Mal immer. Aha, okay. Oh, da bin ich gespannt. Gegen Erde. Atlas. Stampft, okay. Fucking hell. Okay, gut, das... Fucking hell. Ih, Gift auch noch. Wieso kann ich jetzt nicht ausweichen? Oh, nice. Okay. Dein Wille ist stärker als jemand. Okay, Erde war bis jetzt leichter, aber wir hatten auch Luft. Es war Counter, deswegen war es auch viel leichter. Aber ich glaube, weil seine Moves mehr stärker und breiter sind, kann man die besser sehen. Weil das mit Feuer kann man ja gar nicht vergleichen. Jetzt habe ich Feuer einfach mitgenommen für Kiste. Okay, also Erde für bis jetzt am einfachsten. Luft war widerlich. Also ich glaube, je schneller das Element, desto beschissener wird es für uns. Okay, aber den ersten Gegner geschafft. Alles klar, okay. Ich wünsche, man könnte Linkstick gedrückt halten, dass er immer weiter angreift. Das finde ich ein bisschen schade. Nice one. Zack. Ausgewichen? Dein Ernst? Als wenn er immer ausweicht. Junge, the fuck? Was haben wir hier? Wassergefängnis. Jawohl. Hier sind unsere beiden Upgrades. Wir fangen erstmal damit an. Was haben wir jetzt bekommen? Jede Aktivierung versucht einen zusätzlichen Treffer. Schade, dass nicht noch mehr kommt. Gut, dann warten wir halt noch darauf. Also ich bin mit den normalen Angriffen von Wind nicht zufrieden, muss ich sagen. Von allen, nicht so sehr. Deswegen ist es gut, wenn man kombiniert. Zum Beispiel der beste Hauptangriff ist, keine Ahnung, Feuer oder Erde. Je nachdem, welchen man... Oh Gott. Junge, wie viel noch? Oh. Bei wann? Angriff. Nice. Okay, schnell, schnell. Lucky. Boss Room. Okay. Back to Blue. Mhm. Jetzt gehen wir runter. Oh, verflucht ist. Okay. Regeneriere Gesundheit, wenn diese niedrig ist. Max ist reduziert Zutat für die verlässliche Torte. Erhöht Rüstung, reduziert aber dein Damage. Erhöht den Schaden aller Körner, verringert jedoch die Aktivierungsgeschwindigkeit. Oh ne. Aber auch die Preise im Laden. Wandelt etwas von deiner aktuellen Gesundheit auf jeden Ebenen in Gold um. Okay, pass auf. Also das ist gut, wenn man am Ende ankommt, weil dann ist ja kaufen egal. Oder wenn du schon alles hast, dann kannst du sagen, fuck it, gib mir den her. Das hört sich nicht schlecht an. Unsere Gesundheit ist weniger, wir regenerieren, wenn es low ist. Das Problem ist, wenn man low ist, kann man schneller geone-shottet werden, also habe ich ein bisschen Angst davor, ich nehme es erstmal nicht. Ich glaube, wenn ich low bin und ich keinen Weg mehr habe, dann nehme ich den. Macht dann irgendwie mehr Sinn. Oh nee. Und damit euch. Zack, danke für die Kugel. Okay. Oh nee. Die Wichse. Geht weg. Oh, ich kann die kontrollieren. Okay, jetzt verstehe ich schon, dass ein bisschen mehr Druck doch besser ist. Hm, schade. Oh, läuft. Fuck.
So, schnell durch. Ne, da unten ist noch was. Habe ich übersehen. Zack. Da und danke. Aua, 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 aua. Ne, das war's. Ne, das war's. Wind ist halt echt ekelhaft als Gegner, die Mini-Dinger. Alter, ich habe gerade hier alles verloren an Damage. Aua. Nee, diese Windtypis sind echt schlimm. Die ziehen dir alles weg, ey. Die weichen auch noch aus, ey. Und du weißt nicht genau was. Heftig. Zutat für die verlässliche Torte. Okay, hier, wenn ich Damage nehme, kriege ich mehr Maximalgesundheit. Mhm. Hochheilung. Junge, 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 ey. Was ist das gerade für ein Game hier? Luft sieht gerade nicht so gut aus, muss ich sagen. Bewegung. Alles gut. Nicht gut. Shit. Oh, guter Counter. Nice one. Ich sag ja irgendwie, die Bossgänge kann man besser sehen, weil er halt größer ist und seine Moves vorausschauen. Da sind die kleinen Mobs, wenn der Raum so klein ist, du kommst nicht durch. Deswegen habe ich das Gefühl irgendwie, dass die... Ich kann nichts kaufen. Schade. Dass eigentlich die normalen, die Spells, die AOE gehen oder Hauptsache zurückstoßen oder einfach nur wirklich AOE-Damage machen, die besten sind. Weil eben gerade haben wir nur Damage bekommen, weil wir keine Spells hatten, die schnell einfach nur alles clearen im kleinen Raum. Dann braucht das halt ein bisschen länger, falls wir gegen andere spielen, aber naja. Zack. Hier sehen wir zum Beispiel auch Chaos-Energie. Nee, der Drache wäre richtig geil gewesen. Weil die sind jedes Mal bei mir perfekt zum Wegstoßen. Also Drache plus diese, was ich jetzt da habe, ist Bombe. Der Bastard hat mir das gemacht, was ich machen wollte. Weil wenn du so stehst und die Luft machst, sind die immer vor dir und fallen runter. Das ist ein guter neuer Trick. Scheiße, hätte ich den echt besser gemacht. Hier ist der Schub. Nehmen wir. Der Wirbel hält länger. Ja, genau, 0,1 Sekunden länger. Wow, das ist Trash. Okay, was haben wir hier? Nee, das ist scheiße. Okay, warten wir weiter ab. Vielleicht gehen wir lieber jetzt auf Items. Verflucht, was haben wir hier? Nee. Schulden, Alter. Nee, das mache ich nicht. Zu gefährlich. Okay, nehmen wir blau an, dann sind wir schnell zurück. Okay, bin echt gespannt. Oh nein. Aber nicht darauf. Heftig. Langsam wird das knapp mit der Lebensenergie. Erhöht den Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ein wahrer Freund bei dir ist. Freundschaftsarmband. Oh, das ist gemein. Weil das ist das Item für Koop. Das hat man im Koop als allererstes genommen, statt zum Beispiel dieses Item. Weil dann haben beide den Effekt bekommen. Das war richtig stark. Das ist echt ein gutes Item, aber nur für LAN-Koop. Ich weiß nicht, ob das damit gilt, wenn man einen Diener hat. Aber ich glaube, mit einem richtigen Freund ist schon wahrscheinlich klargestellt, was man meint. Schade, ey. Echt schade, dass es keinen Online-Koop gibt, ey. Das ist das perfekte Game dafür. Okay.
Solche Ebenen hasse ich auf dieser Karte. Jedes Mal die Scheiße, dass du runterfällst. Boss Room? Nee, nee, wir brauchen noch weitere Aufdeckung. Oh, da sind nur noch Gegner hier. 1, 2, 3. Ja, eigentlich haben wir alles. Hier sind nur noch Gegner. Nee, da gehe ich nicht rein. Scheiß drauf. Die Münzen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann, Fighto. Aua. Oh, hell no. Greif weiter an. Weiter. Bin tot. So knapp. So knapp. Nein. Aber, was man gelernt hat, ist auch beim ersten Spell, wenn die machen, wenn die sofort Damage oder in der Zeit, wo er kurz Pause macht, nachdem der erste Schuss oder sein erster Spell weg ist, kannst du ihn instant stunnen. Also du kannst auch Offensive gehen. Muss nicht alle drei Spells oder alle zwei abwarten. Auch gut zu wissen. Okay, dann Spell ändern. Das war jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also. AOE brauche ich unbedingt. Oder Nahkampf mehr Damage. Ich glaube, ich nehme mal Luftkreisel. Dann nehme ich mal gucken. Ne, das war scheiße. Den hier. Und dann nehme ich hier von. Wo ist der Drachenkopf? Da ist er. Dann ist jetzt die Kombo so. Ulti. Und das. Aber es braucht eine Zeit, bis es ankommt. Auch gefährlich, ey. Hm. Oder ausweichen. Ausweichen wäre auch eine Möglichkeit. Das hier, ganz vorne. Die ist echt stark, ey. Aber leider funktioniert die nur, wenn man sich bewegt. Das heißt, man muss immer nur Spells kaufen, die sich bewegen. Eigentlich macht man gar nicht mehr den Autotech. Alles nur über Spells. Das ist das Beste, was man machen könnte, wäre wirklich den Zephyr nehmen, den hier, von Anfang an. Oder darauf hoffen, je nachdem. Und dann brauchst du noch die Waage. Dann hast du nämlich einmal den Attack. Ne, mein Fehler. Das Ausweichen, die Ulti ist in der Bewegung und dann der Reset. Und dann hast du noch eine Fähigkeit, die, keine Ahnung, sei es Diener, Tornados, aber irgendwas, was mit dir mitfliegt oder dich bewegen lässt. Weil du willst eigentlich am besten das Aktivieren ausweichen und dann einfach nur die ganze Zeit mit der Ulti so laufen. Oh, da war gerade irgendwas. Was war das? Ah. Wann ich gewonnen habe, oder was? Boah, ist das mein alter Meta-Bild oder was? Okay. Ja, aber ich versuche erstmal so. Vielleicht ziehen wir das Ausweichen und die. Das eine da. Weil das passt natürlich nicht zum Ausweichen, weil man steht ja. Aber vielleicht als Cooldown oder so. Oder als Finish-Blow. Geht auch. Gut, wie viel Damage machen wir jetzt schon mehr? 9,41. Okay, einfach Edelkristalle weiter pumpen. Dann werden wir immer stärker. Irgendwann sollte der Damage so hoch sein, dass es dann krank. So, diesmal haben wir Blitz zuerst, okay. Die hatten wir noch nicht. Und das ist eklig. Ihr seht, da sind zwei drauf, ne? Das sind zwei. Also, krank. Ich weiß echt nicht, was sie sich dabei dachten, aber gut. Ich glaube, die haben echt. Oh, fuck. Ach, come on. Das war jetzt schon nicht so gut. Es ist schwer ranzukommen. Ich bin mehr im Nahkampf. Ich brauche einen Jump-In. Okay, in dem Moment stößt es sie zurück, da habe ich noch Zeit. Okay, also ist der Attack doch gut. Aber ich muss jetzt doch. Fucking hell. Okay, das ist gut. AOE Damage, AOE Damage. Aua, wieso? Was ist das hier? Ah, der wieder. Moin. Lauf bei dem. Oh, Helena. Oh, das ist nicht gut. Wow, weil die Hits nicht jedes Mal procken, schützt die Wand nicht richtig. Deswegen wurde ich ein paar Mal gehittet. Traurig.
Das war leichter. Da. Junge. Okay. Junge, wie weit geht's hier noch nach unten? Ah, hier ist der Bossraum, okay. Schon sagen. Dann sollen wir zurück tippen. Wir haben so viel Weg gemacht. Holy shit. Da oben war aber noch was. Ab nach oben. So ein Raum schon wieder. Oh ja, nice, okay. Dafür lohnt sich das natürlich. Oh lol. Flucht. Du versuchst doppelten Schaden, der lässt aber auch doppelten Schaden. Okay. Verwende Gold, um den Zauberschaden zu erhöhen. Wenn du zu wenig Gold hast, versuchst du dann blablabla. Oh nee. Ah, der scheiß Schlüssel, ey. Ich will den, aber die Preise sind dann echt krank, ey. Kann ich mir ja gar nichts mehr leisten. Wirf eine Luftscheibe. Ah, das ist das, was ich hab. Oh, noch ein paar Coins. Okay, wir müssen ein bisschen weiter farmen. Und dann genau dahin gehen. Aber wir nehmen jetzt den Teleport erstmal, das nutzt uns zurückzulaufen. So. Ne, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. So, und dann gehen wir erstmal nach unten. Das verbindet gerade hier. Ui. Weiche allen kritischen Treffern aus, das ist cool. Für alle Zauberer. Okay, das ist extra geschrieben, falls man Koop zockt, LAN. Okay. Leicht. So, von wegen so, wir haben dir gesagt, das ist leicht. Das ist halt nur 1%. Was erwartest du, Junge? Du warst selber dumm, als du es gekauft hast. Oh Mann. Also Heilung drücken die halt echt gar nicht raus, ne? Wie gehe ich da jetzt ran? Am besten. Fuck. Dankeschön. Oh mein Gott, die halten echt viel aus. Ich merke schon, ich muss die Krone immer weiter leveln. Also ich darf gar keine Kristalle mehr ausgeben. Ich habe ja schon alles bis auf den Anfang mit den verfluchten Objekten, aber die sind jetzt kein Muss, um das Spiel gut zu schaffen. Wichtiger ist, dass die Krone irgendwann vielleicht auf, keine Ahnung, Level 20 ist oder so. Nice. Weg mit dir. Gut, das war der letzte Raum und wir haben 100 Coins. Nice. Holen wir jetzt unsere Fähigkeit. Das ist der Hauptangriff. Wirft zwei Scheiben gleichzeitig auch noch nach vorne. Nice. Ist viel besser geworden. Schneller und wahrscheinlich auch mehr Damage. Ich hoffe mehr Damage. Ja, aber leider nichts anderes, ne? Holy shit! Aua. Ach so. So funktioniert das. Ich muss seine Kugel töten, dann kann ich ihn erst damagen. Okay. Erhöht jeglichen Elementarwiderstand auf den Maximalwert, wenn du Schaden durch einen Elementarangriff erleidest. Nice. Aber ist natürlich ein Nachteil, weil man kann... Das ist halt zufällig, von wem man Damage bekommt, von wem nicht. Und man versucht ja auch Damage zu vermeiden eigentlich. Das kann ich nicht nehmen, das ist Wasser, sonst kann ich das hier nicht wegkriegen. Ah, schade. Na gut. Coins haben wir nicht genug, weiter geht's. Gott, Blitz wird echt... Ich glaube, da habe ich keine so große Hoffnungen. Blitz ist halt richtig schwer. Ich kann mich halt nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, es waren zwei Leute und das ist halt so scheiße. Ist schon schwer genug, dass sie spammen, wie verrückt. Und dann auch noch das. Oh, das ist auch gut. Das ist das mit Autotech unendlich. Oh, scheiße. Weg mit euch. Das ist echt gut. Dieses. Ganz ehrlich, wieso wird er nicht angegriffen?
Nice one. Also ich mag den Drachenkopf, ich mag die Ulti. Jetzt, so wie das hier, ist es in Ordnung, aber es fehlt irgendwie etwas. Irgendwie bin ich noch nicht ganz damit einverstanden. Aua. Ja, noch nicht ganz. Okay, hier haben wir wieder Wind. Schub von hinten. Nehmen wir. Beschwöre zusätzliche Pfeile. Jeder Pfeil verursacht zusätzliche Treffer. Okay, also allgemein mehr Pfeile und mehr Damage. Klingt schon mal gut. So. Hier oben haben wir alles. Dann gehen wir jetzt natürlich noch den Weg hier. So, hast du irgendwas Schönes für uns? Nee. Das ist gut, wenn man geburstet wird, wenn man gestunt wird oder so. Boah, einfriert. Ist doch gut. Der Gegner verlangsamt. Okay. Da müssen wir noch weiter gucken. Oh. Oh nein. Der Auto-Aim. Schlecht getimt von mir. Oh, nicht der Raum. Aua, aua. Nicht der Pisser. Jetzt weiß ich, warum ich ihn gehasst habe. Dieser scheiß lange Strahl. Cooldown ist gar nicht so hoch auf den Spells, aber du schaffst sie gar nicht so schnell zu machen, weil du immer mehr brauchst. Das war gut. Also der Golem ist easy, ne? Groß, fett, kann man gut treffen. So. Boah, den ganzen Weg zurückporten. Vielleicht hierhin, dann da. Ja. Macht mehr Sinn. So, einmal durch hier. Oh, nicht das Spiel. Mit euch. Ui. Du kaufst einen Trank. Sehr billig. Dankeschön. Das ist nochmal eine extra Funktion. Deswegen muss man auf sie hoffen. Weil die gibt viel billigere Heiltränke. Plus, ich glaube, der Heal ist auch stärker als bei dem anderen Händler. Ich weiß auch nicht, ob die separat programmiert sind. Von wegen, wenn ich dort kaufe, dass es sich nicht verringert beim anderen. Nice one. 9,66%. Also wahrscheinlich ab 500 habe ich 10%. Also ich brauche 1000 Edelkristalle wahrscheinlich ungefähr, um dann auf 10% zu kommen vielleicht. Oder vielleicht auch früher. Je nachdem, wie es scaled halt. Da unten brauche ich nicht hingehen. Eigentlich habe ich ja jetzt jeden Laden freigeschaltet. Gut. Nochmal gucken, ob irgendein Item gut ist und dann Bossfight. Den Zeug. Mods. Mods. Not bad. Wir haben immer noch keine weiteren Spells, deswegen ist unser DPS so scheiße. Ich glaube, ich sollte erstmal behalten. Ja, behalten wir erstmal so. Müssen wir jetzt damit auskommen. Oder Dodge. Oh, shit. Nee, noch nicht vorbei. Okay, diesmal hat er noch viel, viel mehr, ey. Ach, schon wieder irgendwas. Analytisches Monokel. Erhöht die kritische Trefferchancen um 8%. Wow. Die Prozente sind echt gering, ey. Holy shit. Okay, ich glaube, jetzt kommt ein Bossfight, ne? Gut, jetzt ist wahrscheinlich auch mein Ende. Ich habe keine Spells, um gut durchzubürsten. Ich habe nicht so viel Hoffnung gegen Blitz. Ew, Donnerzwillinge. Dass du so weit geschafft hast, dass du geerdet bleibst. Ja, alles klar.
What the hell? Das ist busted. Piss dich! Das hat nicht gereicht, ich hab kein Damage. What the hell is that? Aua. Ich weiß nicht gerade. Fuck it, bursten. Also ich weiß nicht, wie man das ausweichen soll, ganz ehrlich. Also da, wo er im Kreis dreht und sich schlägt. Das ist zu krank, ich hab 44. Ich war full life. Gut, hätte ich mehr Damage, könnte ich ihn schneller durchbürsten, aber eigentlich, ihr merkt schon, bei dem Gegner braucht man unbedingt diese Fähigkeit fürs Ausweichen. Weil der greift überall an, solange du einfach dumm läufst, kannst du ja allem ausweichen. Theoretisch könntest du also sogar super safe spielen. Boah, cool Axt. Indem du einfach, wie ich schon sagte, Ausweichen nimmst und dann nochmal den einen, der einfach nur resettet. Weil da kannst du nämlich seine Burst-Phase schön abwarten. Komplett. Und dann, wer ist es? Immer einfach nur sogar so angreifen. Dann dauert es halt viel, viel länger, aber das ist scheißegal. Da hast du zwei Defensive sozusagen und dann nochmal zwei Offensive, findest du. Wobei, du hast ja eine Offensive schon. Egal, auf jeden Fall wird das genau Hälfte, Hälfte sein. Du kannst zwar niemanden sehr doll bursten, aber du kannst immer gut ausweichen. Dann sparst du auch LP und Geld. Und dann musst du über Items scalen. Heftig. Ich freue mich schon auf den Part mit dem, wo wir einfach alle benutzen. So. Gut, ein Hit und wir sind tot. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir schnell sterben. Yep, guck mal, hier fängt es schon an. Yep. Bastard, ey, die Ausweichung. Ist es nicht vorbei? Ich kann auch nicht lenken. Das ist so gemein. Super. Oh Gott, da ist noch einer. Super Möhrenkuchen. Also ist das mit dem Damage und dann Maximalleben mehr, okay. Das ist nicht gut. Aber. Nee. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Greif nach oben an. Ey, komm her! Fuck. Oh nee. Ui, wir haben Leben bekommen. Bla bla bla. Bla bla bla. Die Beschwörungsdauer. Boah, nee. Ich werde den Heiltrank jetzt schon kaufen. Muss ich wohl? Wie ihr seht, es wird immer weniger. Vorher waren wir schon über 200, jetzt haben wir nicht mal was. Okay. Nee, da unten links war noch was. Ah, Boss Home. Okay. Da oben ist noch was. Komm, renn schneller, mein Kumpel. So. Oh nein. Lol, der war lucky, dass er nach da gestoßen wurde. Ah, hier ist der Laden. Der Feuer, nice. Feuer, sag ich schon, der Drache. Vergrößert den Druckwellenbereich. Jawoll, Junge. Geil. Erzeugt einen Schutz der Luft, der Gegner verlangsamt seinen Bereich ein. Achso. Die finde ich immer alle scheiße, muss ich sagen. Der ist gerade mal so klein wie dieser Kreis hier. Da sind nie Gegner so lange drinne. Und wenn, dann kriegst du Damage. Also es ist so ein useless Ding. Es müsste eigentlich schon von Anfang an Minimum so groß sein wie ein kleiner Raum. Minimum. Wenn er größer ist,
Beim zweiten Level müsste er nochmal größer sein als Safety, falls man jemanden wegstößt. Plus dazu nochmal den Damage erhöhen und vielleicht die Dauer der Spells in dem Bereich vom gleichen Attribut. Sonst ist es komplett Trash. Also das muss eigentlich anders gebalanced werden. So, gehen wir rechts rum. Läuft. Heißt eine Wand. Hau den nicht. Ja. Aua, aua, kann meine... Doch. Alter. Das war gut. Das ist gut. Also die Gegner sind nie schwer, diese Schattengegner, nehme ich jetzt mal so. Die sind wirklich nie. Bla bla bla. Nee, will ich nicht. Nee, will ich auch nicht. Boah. Ich weiß gar nicht, wie gut Rüstung in dem Spiel ist. Ich muss mal echt mal einen anderen Skin wieder verwenden. Scheißviecher. Jawohl. Immer weiter. Finally. Okay, ein bisschen wieder hochgeheilt. Finde ich gut. Aber theoretisch kann man sagen, vielleicht ist doch Blitz am Anfang oder am Ende am besten. Nice. Einfach aus dem Grund, du überlebst oder den schwersten am Anfang mit fast kaum Kit. Und hast schon mal den hinter dir. Aber besser wäre eigentlich am Ende. Letzte Prüfung und du hast wenigstens Items, wo es dann leichter wird gegen den. Also muss man eigentlich gefühlt rerollen, wenn du siehst, okay, scheiß Reihenfolge von den Bossgegnern sofort einfach hinlegen. Außer man will natürlich die Challenge, das ist was anderes. So, können wir noch was Geiles kaufen? Nö, eigentlich nicht. Bietet eine Chance. Boah. Scheiß drauf, den nehme ich mal. Besser als nichts. Oh Gott. Aua. Aua. Nice. Okay, nur ein bisschen verbraucht. Scheißegal. Gut, nächste. Also bis jetzt kommen wir immer beim zweiten Versuch zum zweiten Gegner an. Zum dritten nicht. Das sind halt nicht die besten Spells, die wir haben. Genau, das ist jetzt der Schlüsseleffekt. Nee. Ein Arcana abgeben und wir kriegen ein zufälliges wieder. Aua. Das Eiszapfen, oh nee. Scheiße, die. Oh, das ist auch kacke, ey. Oh ja, das ist richtig kacke. Oh oh. Oh nee. Oh nee. Weg, weg. Ich komme nicht weg. What the hell is this? Oh, den haben wir davor. Ne, den fasse ich nicht an. What? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Man muss da echt schräg drücken, aber wenn ich doch schräg drücke, falle ich da nicht wieder runter, weil ich neben der Spitze lande. Oh, Alter. Das ist das Problem, wenn man nicht, ja, so genau präzise landen kann, ey. Scheiße. Und das war auch nicht mit Absicht oder so. So eine Kacke. Ach, Mann. Na gut. Gucken wir mal, was haben wir als nächstes denn? Als nächstes kommt das Erde. Okay, das Erde. Willkommen im Deutschunterricht.
würde wahrscheinlich sagen, das Element Erde. So. Ja, da bin ich gespannt. Erde klingt cool eigentlich. Wahrscheinlich aber alles sehr, sehr langsam. Das Gegenteil dazu. Ich hoffe aber dafür mehr Damage oder so. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.